So, hallo Riho, meine werten God of War Ragnarök Fans und Let's Play Zuschauer, wir machen hier weiter mit God of War Ragnarök im Muspelheim. Gucken, was die hier noch für aufregende Missionen für uns zur Verfügung haben. Zieht's noch an. Besiegen Sie mindestens 20 Gegner innerhalb des Zeitlimits. Das kann schwer sein, je nachdem, ich unterstütze dich moralisch, mit was Sie uns versuchen zu überlagern oder überladen. Achtung, hinter dir! Okay, ja, klar, das ist schon mal schwer, wenn Sie gleich selbst explodierende Gegner nehmen. Das ist natürlich immer schwer. Weil man natürlich immer Gefahr läuft, nicht weitermachen zu können, sozusagen. Der kann explodieren! Vorsicht! Das weiß ich, das weiß ich. Das ist ja trotzdem irgendwie was anderes, oder? So, da drüben noch. Oh je, mit Schäden. Dann hilft natürlich auch die Angriffe zu verarbeiten, wenn es drauf ankommt. Ein einzelner Gegner zucken lassen ist ja kein Problem. Bei zwei könnte es dann natürlich schwieriger werden, sowas durchzuziehen. Man siehe das hier. Wir gehen das geschwind weg. Wir müssen uns wieder auf einen konzentrieren. Läuft besser. Wo sind wir denn bei? Gerade mal bei 8. Okay. 9, 10 müsste das doch jetzt sein. Das war 9. Hat ja nicht gezählt, der andere, oder? Oh je, das davor hatte ich ein bisschen Angst. Dass man von, mit sowas dann konfrontiert wird. Hinter dir! Vorsicht! Ja, wie macht man so einem Ding dann genug Schaden, ne? In so kurzer Zeit? Das Ding zu besiegen, kein Problem. Ja, aber das Ding hier halt dann tatsächlich. Oh, jetzt ist gleich R3 soweit. Das wäre natürlich klasse. Wenn vielleicht andere ausknüpfen. Oder wenn man Gegner besiegt, würde man Zeit dazu kriegen. Das wäre natürlich auch klasse. Super. Cheat-Modus benutzen. Nee, jetzt ist wirklich. Bringen wir ihn um. Rechte Seite! Den Troll als Special Weapon benutzt. Und trotzdem sind das jetzt noch nur noch 7. Also es sind immer noch 7 Gegner, nur noch 24 Sekunden. Das ist einfach zu wenig, würde ich sagen. Sind noch 3 Gegner und 10 Sekunden. Na, da kommt so ein Gegner an. Keine Chance, würde ich sagen. Einfach viel zu langsam gewesen. Damage Output. Dies ist ein Hindernis. Krass. Mehr nicht. In Ordnung, dann würde ich doch mal sagen, ich melde mich, wenn ich es geschafft habe. Okay, ich musste den Troll am Ende gar nicht besiegen. Ich habe ganz viel Kleinkrusch geknallt und dann ging das. Das ist faszinierend. Das war also nur ein Trick. Hätte ich nicht gedacht. So ein billiger Trick. Aber okay. Ich nehme an, eine Prüfung reicht hier. Genau. Dann gucken wir mal, wo ist jetzt die nächste Prüfung. Ich glaube, in der Mitte ging die Lava noch in Blau hin, oder? Ja, da sieht's richtig aus, in Ordnung. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Ich bin gespannt, was sie sich noch am einfallen lassen. Bisher gab es keine Doppelung. Ich hoffe mal, so bleibt's auch. Dann bleibt's schön aufregend. Nein, hier ist keine weitere Prüfung, in Ordnung. Hätte ich irgendwie damit gerechnet, dass hier dann zu ist. Aber vielleicht für Leute, die was anderes machen? Es irgendwie anders erledigen? Was noch nicht erledigt haben, geht sowas? Kann man hier sein, ohne bei allen alles gemacht zu haben? Hä? War da. Bin ich jetzt. Geht's doch in der Mitte jetzt weiter oder was? Habe ich schon vorgearbeitet oder wie oder was? Anscheinend. Skurril. Nee. Verstehe nicht ganz. Müssen wir dann zweimal dasselbe? Habe ich da eine Prüfung übersehen? War da nochmal dasselbe? Was übersehe ich jetzt gerade? Nee, das hier ist erledigt. Und bei den anderen? Ich
verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier ist eine Rune und ich würde es gern machen. Aber hier war keine neue Prüfung. Hier war alles mit einem Haken versehen. Seht ihr das? Es ist alles mit einem Haken dran. Aber eine Rune ist sichtbar. Ist das irgendein Bug? Muss ich einmal neu laden oder sowas? Ich gehe noch ein letztes Mal hier hin in der Hoffnung, dass es klappt. Auch eindeutig eine Rune zu sehen. Und eindeutig keine weitere Prüfung da. Alles mit einem Haken. Alles erledigt. Was übersehe ich hier? Es gibt auch nur drei so Plätze. Da ist auch noch ein Schloss dran. Das hier ist offen. Frag mich nicht warum. Das müsste eigentlich zu sein. Komisch. Komisch. Ist da noch ein Weg, den ich nicht kenne? Warum muss es hier denn so verdammt heiß sein? Selbst mein Arschschweiß schwitzt. Es ist dein Arschschweiß schwitzt. Okay, komische Formulierung. Okay, dann würde ich mal einmal das Spiel neu laden, gucken, ob dann eine Prüfung da ist. Okay, ich glaube, ich hab's. Es gibt hier 6 Prüfungen und man muss jeweils die richtigen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Aha. Und dann ergibt sich eine Prüfung mit einer richtigen Kombination. Und eins hatten wir schon. Oh je, ich sollte mir Notizen machen. Hä? Also wir hatten die beiden. Das wären 1, 2. 3, 4. Oh, können wir überhaupt 6 Kombinationen machen? Mit 3 Sachen? Haben wir 6 Kombinationen? Wahrscheinlich. Okay, also wir haben jetzt das linke gemacht, oder? Ich glaube. Mhm. Genau. Und damit wir nicht durcheinander kommen, wir hatten rechts und Mitte. Dann machen wir doch, dann machen wir jetzt auch rechts, dann hatten wir rechts und Mitte und rechts und links. Und dann gehen wir danach Mitte und links, dann sind wir 6 Stück. Und das heißt, wir müssen jetzt einfach was wiederholen, das ist ein bisschen nervig. Das müsst ihr euch nicht mit angucken. Okay, ich wiederhole eine Prüfung. So, das war's. Gucken wir mal, ob das des Rätsels Lösung war. Ich darf trotzdem eine Truhe aufmachen. Da ist man, muss man so diese blöde Asche farben, wenn man die will, oder was? Die glimmende Glut und versteinerte Knochen kann man so farben. Okay? Ah ja, und da ist die göttliche Asche. Okay. Okay, schauen wir doch mal. Jetzt haben wir wieder 2 Runen aktiviert. Und aktivieren wir so hiermit auch wieder eine Prüfung, nehme ich mal an. Sieht ganz so aus. Schildbrecher-Herausforderung. Töten Sie Grundgegner, um den Schild des Elite-Gegners zu zerstören. Okay. Grundgegner, sind ein Kleinbuschgegner. Schütz dich selbst! Und dann kann man erst den dicken Boss angreifen. Das ist immer eine Phasenweise. Über dir! Ja, klingt nicht. Nicht leicht. Wenn das noch unter, ich weiß nicht, wie x vielen Gegnern und dann respawnt vielleicht auch noch was zwischendrin. Hm. Könnte richtig knackig schwer sein. Wechsel die Pfeile! Das ist mir so gar nicht. Das passiert einfach im Battle. Jedem, der hat so 4 Lebensbalken und es passiert einfach automatisch bei 4, damit kann ich dann schon eher leben. Hinter dir, Bruder! Nein, sie spawnen nach. Es sind wieder 3 von 4 Köpfen. Er ist instabil! Zurück! Und jetzt sind es 4 von 4. Ach, 4 von 4 geschafft. Das habe ich falsch gesehen. Erleichtert. Also, wenn ich einfach nur jede von diesen Phasen. Okay, momentan habe ich noch.
Da sieht es noch nicht nach einem großen Problem aus. Ah, jetzt hat er sich wieder im Schild gemacht. Okay, verstehe. Da sind sie. Und die werden immer stärker. Und er wird immer stärker. Ja. War das jetzt zeitbedingt oder war das lebensbedingt? Er war in keiner Lebensgrenze an der speziellen. Ich hab jetzt spontan gesagt. Wow! Okay. Das ist leider zeitbedingt, hätte ich jetzt mal spontan geschätzt. Worauf ich überhaupt keinen Bock hatte. Wow! Dass ich teleportieren kann, ist echt cool. Echt cool. Au. Oh, jetzt kommt ein Pirscher mit dazu. Komm doch, komm schon, ich will den mal knallen. Gut, einer ist weg. Hat der was zum Heilen da gelassen? Das wäre natürlich richtig lecker. Okay, schön auf die Pfeile. Vorsicht! Von hinten! Ja, ich hab schon den Pfeil kommen sehen. Irgendwie gespürt. Okay. Das könnte richtig schwer werden. Wenn da jetzt mehrere Endbosse dann gleichzeitig tatsächlich auftauchen. Nein, 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 ich will gar nicht den Boss anvisieren. Verdammt. Hey! Ausgewichen. Hört gar nicht auf, ne? So, mal eine Runde heilen. Ja, ich würde sagen, das ist nicht, oder? Das zwickt vielleicht. Mann, das zieht ja gar nichts auf. Nein, geh nicht weg. Ja, schön, dass ich ihn total verschwunden. Okay. Hat nicht viel Leben. Hoffen wir mal, dass hier nicht zu viele Farben. Okay, das ist kacke. Verschwende ich schon meine Zeit? Nein, ich kann hier trotzdem Schaden machen. Und sie ist geschützt. Dreck. Ja, wo sind deine Drecksleben? Vorsicht, links! Nein! Mann, nicht hinter mir! Ich will nicht! Der Bosskampf gefällt mir nicht. Ich will hier nicht mitmachen. Ich bin dagegen. Wo ist sie? Schlampe. Und das. Okay, noch habe ich Zeit. Sieht nicht schlecht aus. Sie steht gerade ziemlich still. Ich war mal ziemlich in die Ecke gedrängt. Macht ihr keinen Schutz? Ja, so sieht's gut aus. Und? Was ist was? Ja. Oh, war das krampfig. Das war krampfig. Aber geschafft haben wir's. Bah. Und was kriegen wir? Zeig's mir. Schulterschutz. Sieht nicht ganz so schön aus.
wie ich gehofft habe. Kratos Angriffe, die Gegner während ihrer eigenen Angriffe treffen, fügen zusätzlichen Schaden zu. Einem Haufen Stärke. Also her damit. Immer her damit. Jetzt sind wir um einiges stärker. Coole Sache. Okay. Das heißt, wir haben jetzt rechts und Mitte und rechts und links. Das heißt, wir müssen jetzt noch Mitte und links. Und dann haben wir aber alle Kombinationen. Wie will ich denn dann 6 Prüfungen schaffen? Ich meine, was sagt denn die Karte? Also es könnte auch noch weitergehen und irgendwas anderes passiert noch, ne? Okay. Aber ja, es sind jetzt auch wieder nur Wiederholungen von Prüfungen, müsst ihr euch natürlich nicht geben. So, dann schauen wir doch mal, was die letzte große Prüfung ist, die wir hier abschließen können. Ich glaube, sonst habe ich alle... Überleben sie. Okay, das klingt ja erstmal geradeaus. Ja, damit kann man arbeiten. Räuber, von links! Vielleicht nur überfordert oder sowas. Vielleicht auch nicht gegen Gegner. Vielleicht doch ab eine Runde upgraden sollen. Rüstung und so. Hinter dir, Vorsicht! Ja, ich hab schon gewählt. Alle Gegnerarten einmal durch oder sowas. Ich denke mal, das ist doch zu hart, das ist schon 8er. Das ist schon schlimmer als ein 8er. Ich weiß, ich hab hier gerade bessere Rüstung gekriegt, aber ich glaube, ich hatte noch nie 8er, oder? Ich mach aber trotzdem noch einen Schaden, du Master. Vorsicht! Ui, das war knapp. Ja, wow! Okay. So, ich möchte erstmal die kleinen Pinsies hier wegkriegen. Räuber, von links! Ich hab das schon explodiert. Feuer, hinter! Haben wir da noch irgendeinen Eintrag? Ne, passt. Schön die Dinger missbraucht. Oh, oh, oh. Ich würde hier gerne, glaube ich, einmal auf Heilen gehen. Weil, verschwinde, also, Bruder! Kann man das ausnutzen und irgendwas davon zu killern? Vielleicht unter Umständen. Okay, okay. Sonst sieht es ja nicht schlecht aus. So, wir müssen wieder ausnutzen und damit was kühlen können. Ja, das hat nicht geklappt. Was? 99? Da steht eine Zahl, ich hab's gesehen. Ach du Schreck. Okay, das hab ich nicht gesehen bisher, dass da diese Zahl 99 steht, aber in Ordnung. Ich nehme mal an, dann für eine der besten Rüstungen im ganzen Spiel, würde ich jetzt mal drauf tippen, ist das natürlich eine solide Prüfung. Ein bisschen übertrieben, aber okay. Hätte ich mir doch einen Wiederbelebungsstein noch gönnen sollen. Aber die Gegner scheinen nicht zu steigen. Hätte ja auch sein können, dass jetzt weiterhin alles acht ist, aber nein. Oh. Aber sie können einen natürlich von Runde zu Runde immer weiter überfordern. Das ist unmöglich. Leider wird es noch eins. Hinter dir, pass auf! Ja, ich weiß schon. Aber wenn ich gerade die Chance habe, da so richtig reinzudreschen, wie kann ich mir das denn entgehen lassen? Gegner hinter dir, Kratos! Was denn noch? Voll mit Gegnern hier. Hinter dir! Oh Gott, der ist gerade Folge. Was ist das? Der ist gerade festgehalten. Gut. Sauer. Könnte ich mir das entgehen lassen? Das
Sehr schön. Nicht so schön. Ich bin jetzt allein. Ja, dann könnte ich einmal kurz gucken, ob jemand das fallen lassen. Und da gut, dass ich geguckt habe, da sind auch schon noch mehr. Ey, ey, ey. Jetzt noch Kreis. Hinter dir! Das ist mal nötig, aber da krieg ich auch schon wieder den ersten Schlag. Uiuiuiui. Vielleicht bei meinen Lieblingswaffen bleiben, die kann ich erst zu einer anderen Waffe gehen. Runenangriffe von den anderen Waffen nutzen, das wäre bestimmt super effektiv, aber ich fühle mich mit der Waffe gerade an. Ist das schon was für ein Boss? Hinter dir, pass auf! Ich dachte, jetzt fängt es an mit dem Bossen schon bei 38. Aber das kann natürlich auch sein. So stufenweise, wie beim Viertel immer ein Boss, aber scheint auch nicht der Fall zu sein. Vielleicht sind das dann die letzten Wellen, sind alles Boss-Wellen und so. Also ich könnte mir vorstellen, mindestens die letzte Welle ist ein Boss. Mindestens das könnte ich mir vorstellen. Aber schauen wir mal, was passiert. Das ist ja Ausdauer, wirklich. Das hört ja echt nicht auf. Eine Sekunde Atempause. Es strömt nur so rein. Ja, und ein paar Achter schon wieder da. Herzlichen Glückwunsch. So, da kommt das von hinten. Oh, das will ich natürlich nutzen. Gegner, hinter dir, Kratos! Mit dem Achter unbedingt mitnehmen. Ja, ja, ja. Hinter dir, Kratos! Oh, jetzt fängt doch an mit dickeren. Okay, okay. Da ist der Kratos. Wie kommt es von hinten? Du hast mich, wenn ich überrascht mit von hinten rein. Er ist zu schnell! Nutze deinen Schild! Okay. Eisschild ist schon mal weg, das ist gut. Oh je, oh je. Erledigt! Aber auch nur 6. Au, 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 der ist 6. Da liegt was zum Heilen. Das Gebiet kostet, muss ich angreifen, um irgendwas auszunutzen. Nee, passt. Was passiert, wenn du den, dass du so nah Kuscheln kommst. Ich gebe dir mal ein kleiner Kieferbruch, bitte, gerne, danke. Hinterlässt du vielleicht ein bisschen Leben und Mut für uns. Wärst du so freundlich? Würde ich gerne mitnehmen. Ja, danke, danke. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und wo sind wir sonst? Bei 51 sind wir. Huch, mein Bildschirm schaltet sich gleich aus. Warum schaltet sich mein Bildschirm gleich aus? Ich benutze ihn doch die ganze Zeit. Okay, jetzt wo du alleine bist. Genau, wunderbar, so habe ich das gern. Ich habe das Fliegen sehen. Ja, das war alles einbilden. Ein kleiner. Ich gedacht, da kommt, jo, kommt ein kleiner Drache von links an, macht ja nichts. Aber nein. Ich kann nur ein kleiner Feuerball von rechts so, was ich dann mit übersehen habe, wenn ich mal hingekommen bin. So, 55 von 99. Bisher läuft's gut, bisher läuft's gut. Oh, das klingt lauter. Okay, fang doch noch größere an, in Ordnung. Aber er ist alleine. Das ist nicht das Problem, aber soll er alleine kommen. Alleine die Trolle, kein Problem. Alleine da. Auf geht's. Oh, können wir das? Können wir noch andere Gegner? Klar, nutzen wir das nicht aus. Ja, klar, immer her damit. Schnappen wir, schnappen wir, ja genau, nutzen wir aus natürlich. Warum sollten wir das nicht tun? Boom! So ist es. Au, jetzt ist er weg. Das brauchen wir nicht. Aber weg ist er. Und noch was zum Heilen und Rage bitte. 60 sind wir. Jetzt alle 10er Schritte vielleicht im Boss ab. 50er war es ja sowas ähnliches wie ein Miniboss. Bei 60 war es jetzt sowas ähnliches wie ein Miniboss. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Wie kann ich jetzt 7 durchgehen, anstatt 6 durchgehen? Oder ist das gar nicht so? Ja, das hört echt nicht auf, aber man sieht ja zu mit der Zahl. Wäre das hier noch ohne Zahl, dann würde man sich echt vorkommen. Gucken wir mal. Wir sind jetzt
der super nah. 70, ob meine Theorie stimmt. Die berühren jetzt ja schon 70. Okay, scheint das Beste von irgendwas Größeres. Gift, linke Seite! Ja, nicht. Au. Hinter dir, pass auf! Ja, hinter mir, pass auf. Die blöden Nerven hier. Au, au, au. Ganz viele von den kleinen Fußviechern. Zählen die alle mit, das ist ja super. Dann kommt man natürlich schneller auf Höhe zahlen, wenn die kleinen, die ganzen kleinen Drecksviecher mitzählen. Das ist natürlich super. Da müssen wir mal ein bisschen Rage, ne? Um uns hochzuhalten. Dann ich als Maximum stoßen. Rechte Seite! Okay, okay. Wir kommen in die Nähe von 90. Ich könnte mir vorstellen, dass es super hardcore gleich anzieht. Dann schauen wir mal. Wir sind 5 und brauchen ja schon mal sau viel raus, meine Güte. Ich darf es nicht, ja, nicht auf die gleiche Schulter nehmen, nur weil ich mich gerade, einen guten Rutsch hatte. Da habe ich irgendwie damit gerechnet, dass der dann zuckt, der Gegner, oder? Okay. Das ist ja blöd, dann geht er nicht zucken. Dann kosten wir euch ein bisschen. Oh, oh, der hat ein bisschen mehr hat gesessen. Oh, das klang, als würde gerade irgendwie ein Dicker abgegangen werden. Guck mal, das ist alles noch gelb. Jetzt ist die Anzeige rot. Okay, ich wechsle nur einmal nieder, solange die andere beschäftigt ist. Vorsicht, von hinten! Ja, ja, hab ich schon gemerkt, ganz viele von dem Viechern wollten jetzt kommen, hä? Solltet ihr euch anschleichen. Noch einer mehr! Okay, ich rechne irgendwie jetzt mit was Großem. Hallo, hinter dir! Besonderes irgendwie. Aber damit komme ich dann genau auf. Was? Stimmt, komme ich denn auf 99? Das kommt mir gerade komisch vor. Kommt dann noch ein Boss irgendwie. Das war's. Ich kann es gerade irgendwie nicht ganz glauben. Aber so scheint es zu sein. Genau. Machen wir das mal auf und gucken mal, was passiert, oder? Dann haben wir die Rüstung. Und ich habe alle Runenmöglichkeiten, die mir einfallen, zumindest benutzt. Was kommt jetzt noch? Das Schwert taucht zumindest wieder auf. Glimmende Glut, göttliche Asche. Ruhe verschwindet. Muspelheims Kraft. Okay, das sind diese zwei. Habe ich wohl verpasst bisher. Klar, alles geht wieder um diesen ganzen Extra-Krusch-Zeug. Das ist schon okay. Haben wir aber erst 2 von, also was soll's. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt haben wir doch alle Kombis benutzt, oder? Wir haben rechts und links. Oder hat jede Prüfung ein anderes Runenzeichen gemacht. Oh, da habe ich nicht gut aufgepasst, ganz ehrlich. Scheiße. Das könnte vielleicht des Rätsels Lösung sein. Weil, Sekunde, wir haben ganz rechts mit Mitte und wir haben ganz rechts mit links. Und das heißt, wir haben auch Mitte mit rechts und das heißt, wir haben auch Mitte mit links. Und dann bin ich nochmal hingegangen und habe auch, genau, Mitte mit links nochmal und dann, ja, mir fällt nichts mehr ein. Das sind die 3 Kombis, die ich kenne. Aber wir sind eh um eine halbe Stunde rum, haben das erstmal abgeschlossen, haben die ganze Ausrüstung, aber das hier ist ja nicht abgeschlossen. Naja. Egal, für die nächste Folge habe ich ja dann was. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken, falls es euch gefallen hat. Ansonsten schaut euch bitte das nächste Video an.
Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal auch wieder. Tschüssikowski und bye bye.